Ihr habt in einem meiner letzten Videos meine neue Halle gesehen oder sagen wir mal meinen neuen Lagerraum. Und jetzt will ich da vorne eine große Schiebetür ranbauen. Schiebetür hat einen Vorteil, sie braucht keinen Platz nach außen oder innen, sondern man schiebt sie einfach zur Seite weg. Sie wird aber ziemlich groß und schwer. Aber ich habe mir Schiebebeschläge besorgt bis 350 Kilo, um genau zu sein bei Wirt. Da habe ich sie gefunden. Und da ich ja Tischler bin und kein Zimmermann, ich habe zwar mal 10 Jahre in der Zimmerei gearbeitet, muss ich ja jetzt die Tür irgendwie zusammenbauen. Und da habe ich Probleme, weil ich habe keine Presse, die so ein großes Tor einspannt, dass ich zusammenpressen kann, dübeln, Schlitz- und Zapfenverbindung, wie man es üblicherweise macht. Hält für meine Begriffe nicht gut genug, beziehungsweise aufgrund der Länge der Hölzer wüsste ich jetzt nicht, wie ich Schlitz und Zapfen da reinbringe. Würde ich es zwar hinkriegen, müsste ich auch meine Maschinen umrücken. Aber es gibt eine andere Möglichkeit, die ich mir habe einfallen lassen. Und das will ich euch jetzt mal zeigen. Vielleicht ist das ja für den einen oder anderen eine Möglichkeit. Man kann da nachträglich auch sehr gut Hölzer in bestehende Fachwerke einfügen. So, ich zeige euch jetzt mein Tor. Das wird's. Und auch die Katze hat schon Kenntnis genommen von der ganzen Geschichte. Ich will euch mal zeigen, was ich gemacht habe. Also ich habe jetzt hier eine, sagen wir mal, Gradnut eingefräst. Und das auch ziemlich tief. Und dazu Gegenstücken gebaut, die ich dann auf das jeweilige Holz, mit dem ich das verbinden möchte, aufschraube und aufklebe. So, ich zeige euch jetzt, wie ich das gemacht habe. Man baut sich eine Schablone, das ist ganz einfach. Das Ganze wird mit einem Anlaufring gefräst. Ich habe mir hier einen straffen Gradnutfräser besorgt mit 12 mm Schaftdurchmesser, also was Solides. Und mit denen komme ich aber nicht mit einmal durch, deswegen muss ich vorher mit einem Spiralnutfräser 8 mm vorfräsen und dann kann ich das, was gerade runtergefräst ist, mit dem Keilnutfräser nochmal, beziehungsweise mit dem Gradfräser nach außen den Grat reinfräsen. Das sieht folgendermaßen aus. Ich habe jetzt hier das letzte Holz. Hier ist es schon drin. So, jetzt spanne ich das Ganze erstmal ein. Das Ganze wird gefräst mit einer ganz stinknormalen Frässchablone, die ausgelegt ist auf diese 30 mm Anlaufring. Jetzt muss ich mir hier bloß die Mitte raussuchen. Dann mache ich mir einfach einen Strich ran. So. Dann lege ich das hier an, mal den Strich, beziehungsweise kann ich mir auch hier in der Mitte anreißen und in der Mitte hier auf dem Balken meinen Strich machen. So, weil ich in der komfortablen Lage bin, zwei Fräsen zu besitzen, fräse ich jetzt mit der kleinen erstmal Grund raus und die reicht. Die schafft das. So sieht es jetzt aus. So, jetzt sind bereits die Gegenhölzer gefräst, gesägt. Die passen jetzt ganz genau hier rein. Da ist natürlich darauf zu achten, dass die straff gehen, denn das soll ja halten alles. So, und das habe ich auf der Säge gemacht. Also ich weiß, dass
dass der Fräser 12 Grad hat. Ich stelle also mein Blatt auf 12 Grad ein. Also ich habe das ja alles schon gemacht. Ich zeige euch bloß, wie ich es gemacht habe. So, jetzt die Höhe noch. So, dann einfach vorschieben. Zack. Von beiden Seiten. Dann das Ganze wieder 90 Grad. Blatthöhe einstellen und nochmal durch. Von beiden Seiten. So. Dadurch entsteht erstmal ein gleichmäßiges Bauteil, sag ich mal. Sollte jetzt was noch nicht stimmen, dann kann man das noch fein auf der Fräse nochmal nachfräsen. Also hier diesen Absatz. Habe ich gestern auch gemacht, weil da steht ja noch ein Stück Spann und dadurch wird das beim Sägen nicht hundertprozentig genau. Nochmal kurz an der Falzfräse vorbeigeschoben und das Holz ist fertig. Jetzt kann ich das Ganze auf Länge schneiden, weil die Länge ist immer dieselbe durch meine Frässchablone. Habe ich die Länge, dann kann ich hier meine Schrauben einsenken, dass sie nicht im Weg sind. Und leim das Ganze an das Gegenstück an. Und zum Anschrauben nehme ich Tellerkopfschrauben. Die haben einen sehr großen Kopf und haben unheimlichen Bums, unheimlichen Druck, sodass das Ganze halten sollte. Dasselbe Problem mit der Balkenverbindung habe ich jetzt hier. Ich muss noch einen Balken reinsetzen auf Höhe der Mauer, weil hier soll eine Festverglasung rein. Wie kriege ich den Balken rein? Ohne Schraubwinkel, weil die ja wirklich nicht schön aussehen. Und mit der Verbindung ist es da auch nicht so weit her. Da kommt mein Schwalbenschwanz. Verbinder zum Einsatz. Ich messe das aus. Und das funktioniert wirklich super. Der misst es wirklich auf einen Millimeter aus. Und wenn ich den Balken dementsprechend zuschneide, kann ich davon ausgehen, dass der passt. Man kann es auch mit der Schmiege machen. Aber da kommt man mit einem Mal nicht hin, weil ich habe 2,21 Meter. Da ich die ganzen Balken in meinen Anbau auf diese Art und Weise gemacht habe, habe ich mir gleich eine Schablone gefräst und meterwahre Keile. Fräse stelle ich ganz einfach ein. Ich lege die Schablone auf meine Schablone. So. Und damit habe ich die Frästiefe. Habe ich schon gemacht. Zeige ich euch jetzt. Also die Mitte anreißen. Ja. So. Habe ich hier meine Mitte, wie bei den anderen. Achtung beim Zwinger ansetzen. Letztens habe ich die Zwinge mit weggefräst. Hier sieht man es. Als erstes wieder Nutfräser, um das Ganze mal vorzuräumen. Und als nächstes der Zinkenfräser. Gradfräser. So, und jetzt passt mein Keilnut hier schön straff rein und ich kann es mit einem großen Hammer reinkloppen. Weil durch den Fräser das hinten rund ist, werden jetzt die Ecken noch berund gemacht. Jetzt kommen ja Tellerkopfschrauben rein. Also muss ich vorsenken. Und dann natürlich das Schraubenloch.
diese kleinen Tellerkopfschrauben kommt da rein und die versenkt es dann. Hier. Jetzt Mitte anzeichnen und dann genau mittig dahin schrauben, wo ich es brauche. So, die Fräsung kommt jetzt nach hinten. Ich muss praktisch den Absatz abziehen, damit man dann die Verbindung nicht mehr sieht, wenn das später mal verkleidet wird. Jetzt wird es natürlich interessant, denn jetzt muss es passen. Fertig. Sitzt, passt. Ich bin jetzt soweit und kann meinen Rahmen zusammenbauen und probiere das Ganze mal. Wie gesagt, das ist eine Jungfernfahrt sozusagen. Ich habe zwar bis jetzt Balken eingefügt auf die Art und Weise, aber einen ganzen Rahmen zusammengebaut habe ich noch nicht. Ich habe jetzt meine Hölzer vorgebohrt alles, habe mir die Mitte markiert und habe mir auch auf mein zu verbindenden Holz die Mitte markiert und schraub jetzt das Ganze an und Leims, gehe praktisch Leim dazu, dass das auch hält. Jetzt ist es dran. Wie gesagt, ich habe diese kleinen Tellerkopfschrauben benutzt. Die haben einen sehr großen Kopf, also eine gute Druckfläche, ein sehr grobes Gewinde, die zieht sich wunderbar rein. Und ich denke, in Verbindung mit dem Leim ist es wahrscheinlich sogar fester als eine Zapfenverbindung. Denke ich mal. So, besorgt habe ich mir dieses herrliche Schiebetürschloss. Macht einen sehr massiven, soliden Eindruck. Das kommt dann rein. Okay, jetzt schraube ich überall diese Klötze an und dann machen wir das dort zusammen. So, jetzt bin ich also dabei, den Raum zusammenzubauen. So sieht's jetzt aus. Jetzt kommen da noch Einteilungen rein, weil das sich an das Fachwerk des restlichen Hauses angleichen muss. Also da kommt noch eine Art untere, naja, wie hier Hausen. Also die Außenseite hat ja unten einen Sockel und diese Einteilungen, die sind auch hier oben. So, mein Tor ist jetzt fertig, das heißt, der Rahmen für das Tor ist fertig. Da kommt ja natürlich noch Füllung rein und Glas und auch noch eine Aufdopplung drauf. Aber ich denke, das hat ganz gut geklappt und für wen das ein Tipp ist, dann hat es sich gelohnt. Ich zeige jetzt nochmal die ganzen Verbindungen. Ja, und erfahrungsgemäß, es ist ja nicht das erste Tor, was ich baue, war das jetzt zeitaufwendig definitiv nicht schlimmer, als wenn ich jetzt gedübelt, gezapft oder geschlitzt hätte. Und damit möchte ich mich verabschieden und ich zeige jetzt euch nochmal das ganze Tor.